bei Familie Martins. Christa, Christa, jetzt erklär mir bitte, wer da im Pool ist. Ich weiß es nicht, ob das euer Sohn ist. Wenn du es nicht weißt, ich wette zu 100%, dass das David ist. Und woher willst du das wissen? Naja, ich hab da so ein Gefühl. Was für ein Gefühl? Ein Bauchgefühl? Martina Martins. Patrick Martins. Julia Martins. David Martins. Familie Martins. Christa, und du weißt echt nicht, wer da im Pool ist? Nein, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das euer Sohn ist. Christa, du bist dir richtig sicher. Wie sieht er denn aus? Naja, rote Haare. Rote Haare. So wie wir. Mit einer grünen Badehose. Das ist David. Ich eile zum Pool. Christa, mach Platz. Nee, das gibt's doch nicht hier. Willst du mich schon aufhalten? Die hat doch erst recht den Verstand verloren. Oh oh, zu spät. Mama ist da. Jawohl, wir haben's geschafft. David, komm da sofort raus. Oh oh, von wem weiß Mama denn Bescheid? Ich glaub von Christa. Von Christa? Woher, was macht die denn hier? Das kann ich euch gleich sagen. Die wollte zu Besuch kommen, euch besuchen. Und du kommst jetzt aus dem Wasser. Hier ist sowieso kein Wasser mehr drin. Es ist Winter, David. Was brüllen die denn da draußen so rum? Oh, ich muss mal Licht anmachen, ich sehe nix. Ja, geht's? Ah, jetzt, okay. Jetzt ist das Licht an. Puh, das hat aber auch echt lange gedauert, bis ich das Licht wieder anmachen konnte. Also das war ganz schön... War das da gerade ein Gespenst oder so? Naja, egal, ich mache wieder das Licht aus. Sonst, das können wir immer nachts benutzen, aber doch nicht jetzt, nicht so. Aber was brüllen die da draußen rum? Ich muss mal gucken gehen. Was ist denn da draußen los? Also, ich bin ja echt kein spezieller Experte, aber was ich da sehe, das ist unglaublich. David, jetzt komm sofort aus dem Wasser, sonst muss ich dich vermahnen und du hast Hausarrest. Hausarrest? Puh, Hausarrest hatte ich schon dreimal. Ich brauche noch mal Hausarrest. Dann brauche ich ja nicht zur Schule gehen. Oh doch, du gehst zur Schule und zwar fahre ich dich hin. Oh oh, das wird kritisch. Das gefällt mir jetzt nicht. Ja, das gefällt dir nicht, was, Julian? Haha, ich habe keinen Hausarrest. Du hattest auch schon mal Hausarrest, Lisa. Nicht so voreilig werden, ne? Also das ist noch lange nichts Gutes hier. In was für einem Haus bin ich hier eigentlich gelandet? Und ich glaube, es war doch David. Ja, ja, man kann sich ja mal irren. Oh, mein Rücken hat geknackt. Besser hätte ich mir den Stock von Theo ausleihen sollen. Ach so, der ist ja nicht da. Stimmt ja. Oh, der ist ja mit dem Hund Michel spazieren. Was soll denn das jetzt hier? Das glaube ich ja jetzt überhaupt nicht. Ich fühlte mich gerade viel wohler, als Patrick das Licht angemacht hat. Aber nein, er muss es wieder ausschalten. Oh, Leute, in was für einem Haus bin ich hier eigentlich Cousine geworden? Was war das gerade? Es zieht sich zu. Oh nein, ich muss schnell ins Haus. Es zieht sich zu. Ihr habt doch auch beide den Verstand verloren, oder? Wer hat die Challenge angefangen? Ich, Mama. Du, Lisa? Ihr habt beide Hausarrest. Und du kommst jetzt heraus, David. Pff, nie im Leben, das kannst du vergessen. Als ob ich hier wieder in meinem Leben rauskommen werde. War doch schön. Ich hätte gern wieder Sommer. David, du kommst da jetzt sofort raus. Ich muss es dir doch nicht fünfmal sagen. Und wir reden noch miteinander. Ja? Ja, na gut.
sonst ziehen wir hier wieder um. Och nee, nicht schon wieder umziehen. Das darf doch nicht wahr sein. Wir sind 6-mal umgezogen. Wir waren jetzt schon fast überall. Wo sollen wir denn noch hingehen? Na, irgendwo da, wo uns keiner hinter die Blüschen stimuliert. Aber hier ist doch unsere Cousine Christa. Ja und, die kann mitreisen. Hanne, Theo, was ist mit denen? Die können auch mitkommen. Oh Gott, zum Glück ist hier kein Wasser mehr drin. Dann würde es für mich kritisch werden. Julian, mir reicht's jetzt. Ich hol dich da raus. Patrick, pass auf. Mir ist das jetzt egal. Ich hol dich da raus. Was? Nein, nie im Leben. Oh doch, halt still. Uah! Aua, mein Kopf. Autsch. Ah! Oh Gott, David, ist alles okay? Und Patrick auch, ist alles okay? Mein Kopf, aua! Und Davids Füße, aua! Papa, geh jetzt endlich von meinen Füßen runter. Meine Füße sind kein Klettergerüst, ja? David, ich kann meinen Kopf nicht bewegen. Was? Wie? Du kannst deinen Kopf nicht bewegen. Schmeiß mich hoch, David. Warum müsst ihr mich immer alle Julian nennen? Ich schmeiß dich gleich aufs Dach. Was hast du da gerade gesagt, Julian? Ich hab gesagt, ich schmeiß dich aufs Dach. Was steht denn dagegen? Also Julian, der kriegt Hausarrest wie noch nie. Das werde ich dem sagen. Und zwar klar und deutlich. Aber nicht zu voreilig werden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Abonniert auch unseren Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und jetzt blenden wir euch von unseren Kanal-Infos gleich nach dem Ende nochmal unsere ganzen Aufrufe ein. Bis dann, macht's gut, tschüss!